Jo, hi, da sind wir wieder. Mit einer interessanten weiteren Folge. Was ist das? Doch nicht etwa ein Flusensieb? Ich hätte jetzt mit etwas Interessanterem gerechnet jetzt. So. Ich würde locker rankommen, aber solange Sie mir nicht wenigstens ein bisschen entgegenkommt, sehe ich das gar nicht ein. Okay. Wenn ich das Hose, aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich be Ich muss mir mal merken, dass ich ab sofort immer ins Inventar vorher gehe. Gute Idee. Jetzt muss ich das Ende nur noch irgendwo befestigen, dann habe ich ein astreines Katapult. Nichts passiert. Was ist mal wirklich hier voll? Okay, ach, mir fehlt noch eins. Sehe ich gerade. Hier habe ich alle. Hier ist keins vorhanden. Hier ist auch keins. Ich kann mal die Brille da wieder mitnehmen. Die brauche ich bestimmt noch irgendwann irgendwo für. Ach so, geht gar nicht. Schade. Oh, Sole mio. Ich sehe keinen Schalter, aber egal. Mit etwas technischem Feingefühl sollte das kein Problem sein. Geh aus! Na gut, hau ich den mal über den Tisch. Mit dem Fisch. Schau mal her. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Was zum... Hast du den etwa gefangen? Sieht so aus, was? Beim Klabautermann. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Wie ist das nur möglich bei deinem Mangel an Anglerglück? Was ist dein Anglergeheimnis? Ich benutze einen Spezialköder. Ha! Jetzt behauptet er auch noch, er habe einen... Moment. Köder sind wichtig. Und irgendwomit musst du den Rasiermesserfisch ja gefangen haben. Hast du am Ende tatsächlich einen Spezialköder? Willst du mich etwa einen Lügner nennen? Nicht, wenn du mir deinen Köder zeigst. Was bekomme ich denn dafür? Naja, ich kann dir einen Tigerfisch anbieten. Einen schnöden Tigerfisch gegen meinen super Spezialköder? Tja. Hast du sie noch alle? Dann eben nicht. Eben wohl nämlich nicht. Jawohl. Ist mir doch egal. Wenn du irgendwann einen Tigerfisch willst, bring mir deinen Spezialköder. Ansonsten, kusch. Na gut, ich habe ja sowieso keine andere Wahl. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Ich ihn. Bravo, Herr Kollege. Und jetzt gib mir den Köder. Ich weiß nicht. Es ist ein ganz schön mickriger Fisch. Und ein ganz schön großer Köder. Aber na gut. Wollen wir mal nicht so sein. Na denn. Ich tue mich jetzt extra nochmal überall um, weil es fehlt wirklich noch ein
Wo könnte das sein? Ah, Moment mal. Da kann ich doch locker mal eben... Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Werkzeugkasten für Unterlegscheiben. Upsi, warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Ich bin ja aber immer noch am Überlegen, wo habe ich denn hier die Möglichkeit noch ein... Oder habe ich alle nur... Eins, zwei, das... Ich werde nicht mehr, ich habe irgendwie... Problem jetzt den Schnabel. Ach ja, nee, weil das ist ja bei der Socke. Ich brauche noch, genau, ich brauche eine Kurbel. Da war ja was mit der Kurbel. Heißt, hier liegt irgendwo was herum, was ich als Kurbel nutzen kann. Hab's aber noch nicht gefunden. Na gut. Weil jetzt als erstes mache ich, pack das erstmal in dein Nest. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. So. So. Und das weiß ich auch. Aber natürlich. Ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Aber bevor ich mir einen kalten Zombiefisch ans Bein klette, sollte ich mir vielleicht erstmal überlegen, wozu. Ich will nicht denselben Fehler machen wie damals bei Toni. Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Ich kann ihn immer noch einwickeln, wenn er schlimmer müffelt als meine restlichen Sachen. Käme wohl auf einen Versuch an. Hier passiert gar nichts. Warte, da war doch was mit Farbeimer, ne? Und ich sehe auch gerade die Farbe. Voilà, ein Zebrafisch. Okay, recht? Ja. Hätte ich doch mal früher da hingeguckt. Aber natürlich. Ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Ich mach mal 9 Minuten hier noch auf der Stoppuhr standen. Rufus, was tust du denn da draußen? Zieh ich halt mal heute, wenn ich viel zu lange aufnehme. Energiefluss sprengt die Skala. Der Raum beginnt sich bereits zu krümmen. Einen Moment noch. Komm schon, Fischberg. Ich werde mich auch sofort aufnehmen, das heißt, aber hey, das wird viel sowieso. Oh Gott. Nicht aufhängen, nicht aufhängen. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Er lebt. Rufus, verdammt. Ja, doch. Was auch immer das war. Es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen Zombie-Dasein haben. Na gut. Was zappelt da denn so? Oh, oh. Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Halte durch, Frankenfisch. Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Was zappelt da denn so? Oh, oh. Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Okay, so kann man also am schnellsten von einem Spot zum anderen kommen. So, dass man das Plasma einmal benutzen muss. Was tust du? Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich muss ein Fischleben retten. Es war ein kurzes, aber ein erfülltes Leben. Du nichtsnutziger Idiot! Entferne dieses Monster aus meinem Aquarium. Aber sofort!
Komm zu Papa. Ich frage mich immer noch, wie er da überhaupt reingreifen kann. Na gut. So viel dazu. Ich habe jetzt die Kurbel. Eine Kurbel? Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlte eine Kurbel. Rufus, du bist ein Genie. Nein, ich wollte nicht nach unten. Kurbeln. Laut Fiebel ist das hier ein Flugschnabeltierei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. So, in der Zwischenzeit kann ich ja mal ihn hier hinparken. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Finde ich auch. So. Jetzt mache ich das so. Und dann hier so. Genau. Sobald mein Katapult gespannt ist, kann ich hiermit die Leine kappen. Und dann... Okay. Krass. Nur fürs Protokoll. Ich tue das nicht, um hier sauber zu machen, sondern um die Saugleistung des Handstaubsaugers zu testen. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Jo, und mein PC rastet wieder aus. Meine Güte. So. Genau. Hey, mein Schnabeltierkatapult ist geladen und entsichert. Na dann. Ich würde sagen, das haben wir heute wieder. Das schaffen wir heute wieder. Boah, eine makellose Sausebahn. Gut. Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Düpp und düpp. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Kescher für Flugschnabeltiere. Das heißt, ja, natürlich. Das sieht genauso aus wie der Kescher auf dem Bild in der Fibel. So. Gut, dass ich so ein brillanter Erfinder bin. Sonst hätte ich ja noch ewig herumprobieren können. Jetzt muss ich hier hin, schnell, so. Dann hier, so. Komm, Schnabli, Schnabli. Schau mal, was Papa Rufus hier Leckeres bei sich hat. Komm, Schnabli, Schnabli. Ha, ich hab's. So. Das hier hin. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Dann auf der Karte noch mal gucken. Und dich hier auch noch ins Nest verbringen. Und ich würde sagen, da haben wir auch schon alle somit an den richtigen Ort wieder verpflanzt. Ach ja, auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Yay! Schon irgendwie drollig. Wasserschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. So, oh Mann, wir haben noch so viel zu tun, ne? Gut. Achso. Wo ist denn mein goldener Drache der Unsichtbarkeit hin? Ach, ich muss ihn irgendwo verloren haben. Genau, so. Ich würde sagen, ich mache jetzt auch gleich mal einen Cut.
Ist ja auch schon bald so weit. Versuch noch die Dias mal eben hier rüber zu bringen, ob das was bringt. Von wegen Beiträgt und so. Was soll das werden? Eine Herausforderung? Zeig mal her. Was soll denn das? Das ist ja gar keine Turnierhand. Das habe ich auch nie behauptet. Und warum sollte mich das dann interessieren? Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Okay, heißt das unrelevant für ihn. Na gut. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Auch nur ein bisschen. Das war, glaube ich, falsch. Warum steht eigentlich in Kneipen nie was Nützliches auf den Tischen? Wie Cayennepfeffer oder Rattengift? Meine Sachen sind tatsächlich etwas fusselig. Aber warum sollte ich in meinem Mantel sauber machen? Es ist ja nicht so, dass ich da drin jemals Besuch erwarte. Okay. Meine Sachen sind tatsächlich. Aber warum? Es ist ja nicht so. Okay, ja, ja, okay. Das haben wir ja dann gehört schon. Das versuche ich erst gar nicht. Meine Sachen riechen schon genug nach totem Fisch. Okay. Gut, da kann ich nichts mehr machen, großartig. Okay, ich kann ja hier hinten wieder was machen noch. Das hat sich erledigt. Das hat sich auch schon. Ich muss über irgendwas gestolpert sein. Hey! Das war ja der goldene Drache der Unsichtbarkeit. Hier habe ich ihn also verloren. Na, hätte halt den Schlüssel im Mund, ha? Na, egal. Es tut mir sehr leid, mein Herr. Wir akzeptieren nur Bargeld oder Organspenden als Bezahlung. Müssen es eigene Organe sein? So steht es in der Geschäftsordnung. Verdammt! Was es das? Tut mir sehr leid, mein Herr. Wir müssen es. So steht es in. Verdammt! Okay. Kann ich mir das Fernsehen die Kassetten, die du mir angedreht hast, waren der letzte Rotz. Wenn Sie unzufrieden mit Ihrem Produkt sind, gibt es eine zweimonatige Rückgabegarantie. In diesem Fall wäre das ein kompletter Satz von lustigen Captain Dodo Stickerbildern. Wow, echt jetzt? Warten Sie, die Datasetten sind bereits beschrieben. Damit ist Ihre Rückgabegarantie leider erloschen. Verdammt! Okay, das hat mir auch nichts gebracht. Bringt mir überhaupt irgendwie irgendetwas was? Es tut mir sehr. Wir akzeptieren. Müssen es eigene Organe. So steht. Verdammt! Okay. Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich brauche lediglich meinen Zeigefinger und mein unfehlbares System. Lotto spielen hat nicht. Man braucht nur ein. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen. Okay. Na gut. Es tut mir wir so steht. Verdammt. Okay, gut, ich habe jetzt genügend überzogen. Ich würde sagen, wir beenden mal die Folge heute hier. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Chaos und Deponia in Divis. Schalte wieder ein. Ich werde es noch weitermachen. Also der nächste Teil kommt da jetzt auch noch dann auf meinen Kanal. Und vielleicht sogar der neueste Titel auch irgendwann. So in 4-5 Monaten eventuell. So der Plan. Haut rein. Ciao, ciao. Bis demnächst. Euer Slav.